total innovativ. Wir machen jetzt auch so einen Vlog. Noch nie da gewesen. Wir haben ja ein XXL Musical Wochenende vor uns. Das heißt, wir gucken drei Produktionen, haben zwei Interviews und gehen auch noch Backstage. Es ist super heiß. Und es ist super heiß. Ja. Wir treffen uns. Deswegen gehen wir auch in die Garderobe, weil draußen ist echt so warm. Genau, wir treffen uns jetzt mit Judith Kaspari bei Anastasia. Wir sind schon in der Umkleide von Judith. Willkommen. Hier ist schön. Ganz viel Fanart. Und da hinten steht auch noch was, was gar kein Fanart ist. Das hast du dir aus der letzten Produktion gemobst. Das ist die West Side Story aus Kassel, ja. Gemobst kann man es jetzt nicht wenn nennen. Wenn mir langweilig ist und tanze damit herum. Und singe I Feel Pretty. So sieht es übrigens Backstage aus. Adrian richtet die Kamera ein. Ja, heute zwischen Kühlschrank und Nachttischlampe. Video-Interview mit Judith war wunderschön, auch wenn die Kamera gestreikt hat. Ja, was wir machen, Hitze. Wir hatten alle Hitze heute. vielen, vielen Dank für das Interview. Es war richtig, richtig wir schön. Wir verabschieden Danke uns euch. Jetzt. Gibt es dann demnächst auch bei uns auf YouTube. Ja. Juhu. Und jetzt müssen wir ja schon weiterziehen. Wochenende ist meine voll Güte, wieder. Was für ein Stress. Ich hoffe, du hast eine schöne 200. Show. Mhm. Oh ja, das werde ich haben. Tschüss. Ohne Witz, jetzt ist sie ja nicht da, jetzt können wir es ja sagen. Es war wirklich ein wunderschönes Interview mit Judith. So viele sympathische Menschen im Musical arbeiten, im Gegensatz zu dem, was man immer so denkt, nee, die sind so schwierig oder so. Ich kann sagen, wir haben noch nie einen schwierigen Interview. Punkt. Und Judith war ganz besonders süß. Nee, der einzige Schwierige bei dem Interview war hier, der da. Halt. Jetzt muss ich Erlebnispauschale drücken, oder? Nein, nicht Erlebnispauschale. Wieso denn nicht die Erlebnispauschale? Wir haben doch was erlebt. Ich muss jetzt die Erlebnispauschale drücken. Nein. Guck mal, 10 Euro. Ja, Normaltarif. Nur 5 Euro für eine Stunde. Mensch. Das ist aber echt günstig. So, wir sind jetzt da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Wir sind in Leinfelde Echterdinge in Städtesimmer und gucken Big Fish im Theater unter den Kuppeln. Und hinten kommt ein Auto. Wir müssen Entschuldigung, meine Güte, immer dieser Verkehr in den Dörfern. So, der Adrian ist jetzt schon vom Blümchen begeistert. Ja, das ist wirklich ein schönes Theater hier. Das habe ich, also, ich nicht gedacht, dass das hier existiert. Ey, du, Adrian kommt ja auch nicht von Württemberg, sondern aus dem Badischen. Als ob du das schon kanntest hier. Ja? Ja. Natürlich. Ach, guck mal, Dirigent ist auch da. So, wir durften jetzt gerade noch in den Kostümraum. Marlene, wie viele Kostüme habt ihr hier? 3.000 bis 4.000. Aber die braucht ihr nicht alle für diese Saison, oder? Nein. Natürlich nicht. So viele Darsteller. Alle übereinander an. Alles übereinander. Meine Herren. Tatsächlich haben sie dieses Jahr sehr viele Kostüme. Das sind alles Hochzeitkleider. Es sind 80 Brautkleider. Was habt ihr denn da gespielt mit 80 Brautkleidern? 80? Nein, das sind immer Spenden. Also wenn eine Braut ihr Kleid nicht mehr braucht, dann möchte sie es nicht wegschmeißen. Und dann ist es so eine Tradition in Leinfelden Echterding? Das weiß ich nicht. Aber vielleicht sind das auch welche, die tatsächlich mal hier auf der Bühne standen. Tüll und Tränen. Station 1 haben wir hinter uns, Big Fish in Leinfelden, echter Ding. Jetzt sind wir ein paar Bundesländer weiter, sind in Köln und gucken. Nicht das ist dein Einsatz. Wrong, the show must go wrong. Wir kommen gleich vor. Dominik Erik. Genau. Ja. Gut, Namen sind immer. Nachname? Ich kenne nur Vornamen. Lachner, Rettenspieler. Oder spricht man die Schweizerdeutsch aus? Nein, das okay, gut. Ganz genau. Also nicht Rettenspieler? Nein. Vor circa einem Jahr waren wir in London und haben die wahrscheinlich lustigste Show aller Zeiten gesehen. Nein, ich muss jetzt kommen. Entschuldigung, ja. Die absolut lustigste Show, die ich je gesehen habe. Und natürlich, die absolut lustigste Show, die Adrian je in seinem Leben gesehen hat. The Play Must Go Wrong. Das Ganze läuft jetzt aktuell in Köln im Theater am Rudolfplatz. Und zwar von einer Schweizer Gruppe von Shake Company. Und das Ganze heißt The Show Must Go Wrong. Beschreibt doch mal selber kurz, wir haben bei uns Dominik Flaschka, den Regisseur, und Erik Hettenspieler, der hier den Thomas spielt. Cullimore, ja. Erzählt mal ganz kurz für alle, die es in London jetzt noch nicht gesehen haben, aber sich schon auf Köln und auch auf Hamburg freuen, um was geht's denn eigentlich? Das fragen wir uns jeden Abend. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Es ist ein Haus und da gibt's Leute drin und die werden eingeschneit und da gibt's eine Leiche. Und dann ist klar, jemand von uns hat diese Person umgebracht und dann... Also kommt ist ja eigentlich die Mausefalle. Genau, ganz genau. Ja. Das ist, Agatha Christie, genau, Edgar Wallace. Genau, alle sind da, einer muss es gewesen sein und wer könnte es sein? Ja. So, aber der Clou an der ganzen Sache ist, dass hier auf dieser Bühne absichtlich so viele Pannen passieren wie in keiner anderen Show. Ist es denn schwieriger,
Pannen absichtlich zu spielen oder ist es schwieriger, eine Show zu spielen und aufpassen, dass man keine Pannen macht? Also, wenn es normal läuft, dann also da ist alles geplant und da passiert alles so, wie man das machen soll und will und dann konzentriert man sich nur darauf, das Stück sauber und gut zu spielen. Und hier ist es halt, das machen wir das auch, aber mit all diesen Pannen. Also für uns ist es das Gleiche. Es ist einfach nur so, es hört nicht auf. Du darfst keine Sekunde irgendwie was anderes machen. Überlegen oder so gibt's nicht. Sonst hast du was. Also das hat ja auch eine Taktung einfach. Ja, 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 genau. Bei der ersten Preview vor 2-3 Tagen hat mich jemand gefragt, wer ist denn jetzt der Mörder? Und ich hab's auch nicht mehr zusammengekriegt. Und ihr habt ja einige Produktionen schon vorher gemacht und habt euch so ein bisschen auf das komische Genre fokussiert. Warum? Weil wir so lustige Menschen sind. Wir können übrigens auch Young Frankenstein sehr empfehlen. Yes. Haben wir letztes Jahr auch gesehen, spielt diese Gruppe auch. Oder spielt es noch? Oder spielt im Herbst geht es weiter. Im Herbst, okay, wunderbar. Oktober nochmal. Wo würdest du sagen, so von Regisseur oder vielleicht auch von der Schauspielperspektive, ist die Herausforderung größer, jemanden wirklich extrem zu lachen, ich bin fast gestorben in London, also in diesem Stück, jemanden zum Lachen zu bringen oder wirklich jemanden zum Weinen zu bringen? Wo ist die Herausforderung größer oder ist das gleich? Es ist immer, ich denke, bei beiden Genres ist es der Anspruch, den Zuschauer irgendwie zu berühren. Mhm. Also zu bewegen, dass er nicht einfach da unten sitzt und einschläft. Das ist das Schlimmste. Ist mir auch schon passiert. Also, ja, aber dass man die Leute abholt, sie irgendwie in das Geschehen einbezieht. Und das ist beides schwer. Also zu berühren, dass sie wirklich weinen oder berührt sind. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht sagen, was schwieriger ist. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß hier in Köln im ehemaligen Millowitsch-Theater, im Theater am Rudolfplatz. Ihr seid danach auch noch in Hamburg im Schmidt, oder wo seid ihr? Nein, im St. Pauli-Theater. Im St. Pauli-Theater. Ja. Und ich freue mich jetzt wieder so, meine Momente aus London so ein bisschen wieder zu haben, weil schon als ich mit dir gesprochen habe, ich sehe hier so die ganze Zeit um mich herum, und es ist echt schwer. Und immer, wenn ich gelacht habe, es war nicht wegen euch. Es war einfach, weil ich sehe, was so passieren wird. Und ich freue mich total drauf. Ja, hoffentlich lachst du nachher wegen der Gruppe. Ja. Kommt vorbei. Gestern haben wir eine der lustigsten Shows ever. Und die lustigste Show, die noch kommen werden. Genau, The Show Must Go Wrong. Heute sind wir schon wieder unterwegs. Wir sind jetzt im Parkdeck 3. Das heißt, wir sind im Theater. Richtig, wir interviewen jetzt Sarah Kornfeld und gucken danach natürlich auch nochmal die Show an. Hey. Nee. Like a bed out of hell they become when the morning comes. Ach, das will niemand hören. Doch, komm. Wir setzen uns auf die Kante, weil sonst sieht es aus wie beim Lunch. Ja, ne? Und außerdem, Sarah ist so dünn, die merkt das gar nicht, dass sie auf der Linie sitzt. Also das ist halt... Aber es ist schön hier mit diesem Graffiti-Ding. Like a bed out of hell they become when the morning comes. Nicht immer singen. Ah. Guck mal, jetzt sind wir Backstage. Guck mal, hinter dem Objektiv. Willst du das wirklich als Backstage verkaufen, dass das eine fucking Kompetenz? Ja, ist doch Backstage, guck mal. Ja. Mit Blick auf Theke und so weiter. So. Ach, guck mal, wer ist denn da? Ich habe Sarah und ein Kabel. Wir brauchen gar kein Kabel. Es ist hell genug. Aber danke dir. Hi, na? Ach, nicht zu doll, sonst. Das kann man auch mal mit. Schön, euch zu sehen. Aus diesem schönen Interview mit Sarah, die wir an dieser Stelle nochmal grüßen und einen schönen Urlaub wünschen, schauen wir uns jetzt natürlich die Show auch nochmal an. Interview folgt dann bald auf YouTube. Das ist auch schon das Ende von unserem Vlog. Ein ganzes Wochenende seid ihr mit uns jetzt unterwegs gewesen. Von Big Fish zu Play Go Strong. Judith bei Anastasia. Ja, Judith, Play Go Strong, Oberhausen mit Bed Out of Hell. Jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig. Glückselig auf jeden Fall. Abonniert uns auf jeden Fall, denn dann verpasst ihr auch nicht die ganzen Interviews, die wir geführt haben mit Judith und mit Sarah. Also abonniert uns, liked uns und viel Spaß noch. Und jetzt muss ich wieder singen. Like a bed out of hell, they begun when the morning comes. In diesem Sinne, wir danken auch für alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben.